Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Willkommen zurück zum Let's Play Elex. Heute ist der 22. Februar, wenn ihr das jetzt seht. Für mich ist das gerade der 20. Aber für euch bedeutet das, dass in einer Woche Elex 2 rauskommt. Wir wussten ja, dass es mit den Berserkern schon lang gedauert hat und wir wussten auch, dass es mit den Outlaws knapp wird. Aber vielleicht ein bisschen zu knapp. In jedem Fall werde ich versuchen, Elex 2 in absehbarer Zeit zu starten. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht am Dienstag schaffen werde. Weil da kommt es raus, bis ich es runtergeladen habe und so weiter dauert es. Vielleicht schaffe ich die ersten Folgen noch Ende der Woche rauszuhauen. Weil nichtsdestotrotz muss ich ja noch arbeiten. Ich werde aber vielleicht versuchen, da Urlaub zu kriegen. Dann habe ich vielleicht ein, zwei Tage Zeit, da schneller zu agieren. Sestak. Oh, wir haben gut Credits mittlerweile. Und der Teleporter am Staudamm kommt jetzt auch gut zu tragen. So. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet eine gute letzte Woche. Ich habe heute tatsächlich kein Gesprächsthema vorbereitet. Ich werde einfach mal sehen, was mich so alles erreicht und mitnimmt während der Aufnahme. Das heißt, ich werde vielleicht während Dialogen, während es ruhig ist, mal so ein bisschen die Nachrichten durchblättern. Ich sehe aktuell sehr, sehr viel passieren bezüglich Grafikkarten, was mir so ein leichtes Mulmigsein gibt, weil, naja, es gibt so Schlagzeilen wie: so günstig waren Grafikkarten schon lange nicht mehr. Und dann siehst du Bilder von von Websites, die es anbieten für 1300 Euro für eine 6900 XT oder für eine 3080 oder so. Wenn du überhaupt an diese Preise rankommst. Und dann am ehesten noch bei Radeon. Und ich sitze hier noch immer mit meiner 1080 und das wird für Elex 2 knapp. Wir werden das auf nicht unbedingt hohen Einstellungen spielen können. Weil ich das Geld für so eine Karte einfach gerade nicht habe. Die 1080 habe ich damals für 400 gekauft von einem Bekannten. Dies kaufe ich mir. Das ist heute nicht mal im Ansatz möglich, oder so. Weil du einfach die finanziellen Mittel nicht zur Hand hast. Das geht nicht, wenn du nicht wirklich einen richtig, richtig, richtig gut bezahlten Job hast, ist das nicht drinnen, selbst wenn es das einzige und größte Hobby ist, was du betreibst. Und das macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Jax, die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen.
Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xakor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Das ist wieder die Frage, was hat die wenigsten Emotionen drinnen? Das ist wahrscheinlich eher mehr Wut, oder? Ihr Idioten solltet besser zuhören, anstatt sofort die Waffe zu ziehen. Selbst deine Erregung wird dich nicht retten. Sie ist nur Ausdruck deines Elex-Entzugs. Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallengelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe, erkläre dich, sonst bist du tot. Wir müssen neu laden. Wir haben schon so viel Kälte verloren, das ist gigantisch. Das Problem, das ich gerade auch habe, ist, dass nichts davon wirklich kalt berechnerisch ist oder klingt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie fehlt da was. Und ich hätte natürlich vorher speichern sollen, um Gottes Willen. Darüber brauchen wir nicht reden. Allein schon wegen der Kämpfe, die ich auf dem Weg ausgefochten habe. Aber dass wir hier gerade nochmal langlaufen und die Blutkralle nicht da war, zeigt, dass die KI tatsächlich was anderes tut, je nach Situation, je nachdem wie oft man neu lädt. Das macht's interessant. Ich könnte euch jetzt nochmal was von Grafikkartenpreisen erzählen, aber ich glaube, das sparen wir uns. Jax, die Bestie von Xakor. Hey, skipp das mal. Ich. Okay. Was ist das Gefühlsloseste überhaupt? Ihr habt gar keine andere Wahl, als mir zu helfen, gebt dem Ganzen ein bisschen Nachdruck. Und damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Das klingt manipulativ. Manipulativ ist aber nicht unbedingt kalt. Manipulation setzt voraus, dass man Emotionen versteht.
jemanden, der traurig ist. Gott ist mir nicht, dass er das tun sollte, aber jemand, der traurig ist, manipulierst du anders als jemanden, der wütend ist. Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch... Ich glaube, oben wäre richtig gewesen. Was weiß ein von den Elixitoren? Wir haben ja diesmal genau davor gespeichert. Wir versuchen das nochmal. Ich möchte die Kälte diesmal wirklich beinhart runterdrücken. Jack. Ihr habt gar keine andere Wahl, als mir zu helfen. Du bist schwach. Deine Kampfkraft zu vergeuden, wäre kein großer Verlust. Eure Ängste... Bringt auch nichts, okay. Seid die... Und Elixitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallen gelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum denn? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Ah ja. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Was hast du noch zu berichten? Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Outlaws haben einen guten Spürsinn für Gelegenheiten und Assimilierung fremden Gutes. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Interessant. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Gut. Woher weißt du das? Da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Woher weißt du das? Elixitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Rache ist irrational. Hier geht es um etwas Größeres. Wie du meinst. Entscheidend ist, dass wir das gleiche Ziel verfolgen. Es ist noch zu früh, um die Elixitoren direkt anzugreifen. Ja, ach. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elixitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Sinnvoll, doch alles andere als leicht. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe?
Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Yay, Flashback. Ja, ich lebe noch. Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein, auch wenn es noch Jahre dauert. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlig. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. Noch etwas? Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben all die Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Was hast du gesehen? Ich hatte Visionen über meine Vergangenheit. Ich nehme an, sie konnten dir einiges über dein innerstes Selbst verdeutlichen. Bedingt. Wenigsten davon. Sie warfen nur noch mehr Fragen auf. Anfangs ist es noch verwirrend. Bald wirst du lernen, sie richtig zu deuten. Was geschieht mit mir? Dein Körper wehrt sich gegen den Elex-Entzug. Lass ihn gewähren und beobachte ihn. Er wird wichtige Dinge zutage fördern. Er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Aha. Noch etwas? Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Das ist korrekt. Ach ja. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Hm.
Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz? Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie.